Die Antje, die Andrea, die Jennifer, die Nicole, die Bianca, die Petra und die Jennifer. Und einen großen Applaus für die erste Gruppe. Na, der Applaus hört schon wieder auf. Die letzte ist noch nicht oben. Weiter, 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 weiter. 1 bis 9, gell? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 5. Ach, 1, 2, 5. Okay, gut. Macht nichts, macht nichts. Nee, bis 9. Die 10 wäre dann der nächste Durchgang. Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden möchten. Ja, sonst sind wir zu voll hier oben, oder? Ja, irgendwie schon. Uli, vielleicht kommst du mal nach vorne, ich gehe dann nach hinten. Okay. Und du darfst dann mal hören, wen wir da vor uns haben. Ich weiß es ja, die Gina. Ja, ich bin die Gina aus dem schönen Erzgebirge. Applaus. Weite Anreise. Moment, mich würde es schon mal interessieren, wieso vom Erzgebirge nach Kaufdorf? Warum? Also wegen dem wunderschönen Buggy und dem Wetter und den schönen Leuten und den schönen Sachen. Hier, das wollen wir noch mal ganz laut hören. Wegen den schönen Leuten hier, ja, in Wettenberg. Ja, 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 ja. Mädels, zieht alle Petticoat an. Ja, super, klasse. Okay, dann gucken wir mal weiter. Die Franziska. Ja, ich bin die Franziska aus Marburg. Und, nicht zum ersten Mal da? Nee, zum dritten Mal. Aha, und aber sie ist schon älter als 4 Jahre, ich weiß es. Ja, ich bin genauso alt wie die Golden Oldies, 21. Hey, super schön, genau, wunderbar. Der Petticoat-Wettbewerb ist ja noch nicht so alt wie, wie das ganze Fest, wie die Veranstaltung. Aber wir werden es auch nie einholen, aber wir sind schon immerhin bei 17, 18, ich weiß es nicht genau. Aber gucken wir mal, die 20 kriegen wir auch alle mal voll. Super. Und die Nummer 3, die Antje? Die Antje kommt eigentlich aus Berlin und versucht seit 2 Jahren krampfhaft Marburgerin zu werden. Muss man da einen Test machen? Und sie hat sich ganz spontan heute hier angemeldet. Das ist ein Applaus wert. Aha, aha. Aber das interessiert mich jetzt doch mal. Um nach Marburg reinzukommen, muss man einen Test machen, oder? Nee, muss man nicht. Aber von Berlin nach Marburg, das ist schon echt krass, muss ich das sagen. Das stimmt. Da hätte ich einen Vorschlag gehabt. Komm doch gleich nach Kroffdorf. Hier ist es viel einfacher. Hier muss man keinen Test schreiben, sondern muss einfach nur beim Petticoat-Wettbewerb mitmachen und vielleicht gewinnen. Und schon ist man Wettenbergerin. Aber sie will ja Marburgerin werden. Okay, und da haben wir die Andrea. Ja, mein Name ist Andrea und ich komme aus Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Wittenberg, also 100 Kilometer südlich von Berlin. Und ich habe mich auch spontan entschlossen, einfach mal mitzumachen. Wir sind das erste Mal hier und wir finden es einfach ganz toll. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Na, das will ich auch hoffen. Super. Und wenn man in die ersten Ränge kommt, dann sowieso. Da ist ja praktisch eine Verpflichtung. So, die Nummer 5. Ja, ich bin die Jenny und ich komme aus Gießen. Das, also nicht so weit weg. Nee, das finde ich aber total gut. Ich komme ja auch aus Gießen. Hast du schon mal mitgemacht? Das ist das erste Mal. Große Ambition? Ja, sicher. Klar, sie will den ersten Preis machen, genau. Hansi, du merkst schon, gell? Ja, 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 ja. So, dann haben wir die Nummer 6, die Nicole. Ich bin Nicole, komme aus Kiel und ja, lass mich einfach mal überraschen. Sehr weite Anreise. Ja, 700 Kilometer circa. 700 Kilometer, das ist ja fast die, nee, wie heißt das, Zitrone, nee, das war was anderes. Was gibt's da für einen Preis von der weitesten Anreise? Na, ich lass mir noch was einfallen. Kiel hört sich gut an. So, wie geht's weiter? Die Bianca? Nummer 7. Genau. Ich bin die Bianca aus Magdeburg und wir haben uns im vergangenen Jahr von unseren Freunden aus Gießen mit dem Golden Oldies Virus infizieren lassen und wir kommen auch jedes Jahr wieder, weil es ja einfach eine ganz tolle Atmosphäre ist. Genau. Super. Applaus. Viel Musik, viel schöne Autos, vor allen Dingen ein ganz tolles Auto in der Poststraße. An meinem Stand natürlich. Da gibt es eine fotografische Weltreise mit einem alten Ford A. Und wenn der Besitzer da ist, was auch sein kann, dann schmeißt er schon mal den Motor an und fährt auch durch den Ort. Das macht er auch. Vielleicht auch für die Miss Petticoat. Wollen wir mal gucken. So, es geht weiter mit der... Ja, hallo, ich bin die Petra. Ich komme auch aus Magdeburg. Ich war noch niemals hier auf dieser wunderschönen Veranstaltung. Aber Bianca, die schon mal hier war, hat uns überzeugt, dass wir unbedingt mal hier dran teilnehmen müssen und auch unbedingt an diesem Wettbewerb aus Spaß mal mitmachen sollten. Ich habe noch nie einen Petticoat besessen, seit 2 Tagen weiß ich, wie das so geht. Ah, klasse! Ah.
Und mit ein bisschen Glück gibt es sogar noch einen neuen dazu nachher. Ja. Ja, super. Und mit den Schuhen, das gibt keinen Stress beim Tanzen? Nee. Bis jetzt nicht. Gut, die sind aber auch neu, oder wie? Nein, die sind okay. Auch. Rums, ja, wir sind ein bisschen ungeübt. Das ist original uns von Schwiegermama. Ach, von Schwiegermama, okay. Rums, ja. Musst ein bisschen aufpassen, Uli. In der nächsten Runde schaffen wir das. Genau, so, und dann haben wir noch die Jennifer. Jennifer. Genau. Ich bin aus dem machen. Vielen Dank und einen riesen Applaus.